Bevor ich zum Thema von heute komme, möchte ich mal alle Mütter grüßen, euch danken. Ihr seid die, die unsere Welt in den Fugen halten, letztendlich. Es ist so. Und ich grüße auch meine Mama. Mama, ich liebe dich. Danke, dass du immer für mich da warst und immer noch da bist für mich. Nicht so einfach hier jetzt einen Sprung zu machen zum Thema, aber ich probiere es einfach mal trotzdem. Das Thema heute Morgen lautet. Ähm, ja, ich bin enttäuscht von Christen und der Kirche. Vielleicht trifft diese Aussage auf dich zu. Ähm, du bist zwar vielleicht nicht uninteressiert an Gott, an der Kirche, aber eher weniger, weil ja, da gehen Leute hin, mit denen willst du eigentlich nichts zu tun haben und die Kirche an sich, ja, die hat auch einiges an Fehlern begangen und macht sie auch immer noch. Und darum denkst du, naja, das ist nichts für mich. Mahatma Gandhi, der indische Politiker und äh, Reformator, der hat Folgendes gesagt, das ist ganz interessant. Ohne Zweifel wäre ich ein Christ, wenn die Christen es 24 Stunden täglich wären. Wow, also das ist ein ziemlich hoher Maßstab an die Kirche bzw. an Christen. Vielleicht bist du eher geschockt, wenn du solche Aussagen hörst, ähm, und denkst dir, hey, verstehe ich gar nicht, ich fühle mich so verbunden mit der Kirche, mit einer Gemeinde, ich fühle mich wohl und ich bin überzeugt, dass Jesus nachzufolgen das absolut Beste ist, was man eigentlich nur tun kann. Und diese ganze Kritik ist für dich schwer nachvollziehbar. Wie auch immer deine Position ist, willkommen bei Teil 4 unserer Serie, Warum Gott? Inspirationsquelle ist das Buch, gleichnamige Buch von Timothy Keller. Also wenn du da das interessant findest, diese Themen, dann schau doch mal auch ins Buch rein. Ich möchte eine Geschichte mit euch ansehen, die uns durch dieses Thema leiten wird heute Morgen. Und diese Geschichte ist zu finden im Lukasevangelium Kapitel 18. Und dort möchte ich lesen ab Vers 9. Hört einfach mal in diese Geschichte hinein. Das Gleichnis vom Pharisäer und dem Steuereintreiber. Dann erzählte Jesus ein paar Leuten, die sehr selbstgerecht waren und alle anderen mit geringschätzung behandelten, folgendes Gleichnis. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Steuereintreiber. Der stolze Pharisäer stand da und betete. Ich Danke dir, Gott, dass ich kein Sünder bin wie die anderen Menschen, wie die Räuber und die Ungerechten, die Ehebrecher oder besonders wie dieser Steuereintreiber da. Denn ich betrüge niemanden, ich begehe keinen Ehebruch, ich faste zweimal in der Woche und gebe dir regelmäßig den zehnten Teil von meinem Einkommen. Braver Pharisäer. Der Steuereintreiber dagegen blieb in einigem Abstand stehen und wagte nicht einmal seinen Blick zu heben, während er betete. O Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder, ich sage euch Dieser Sünder und nicht der Pharisäer kehrte heim als ein vor Gott gerechtfertigter. Denn die stolzen werden gedemütigt, und die Demütigen aber werden geehrt werden wow was für, eine, was für ein gleichnis von jesus ich möchte mal gleich aufräumen mit einem großen missverständnis und zwar es gibt ein, ein, einen weit verbreiteten irrtum dass ein christ ein echter christ ein christ ist nachdem er sein leben in ordnung gebracht hat nachdem er quasi schon fast perfekt ist so wie diese pharisäer der würde eigentlich einen Superchristen abgeben. Hört euch das noch mal an: Ich betrüge niemanden, ich begehe keinen Ehebruch, ich faste zweimal in der Woche, ich gebe dir regelmäßig den zehnten Teil meines Einkommens. Das ist der Superchrist, das ist der Christ, den sich jeder Pastor irgendwie in seiner Gemeinde wünscht oder nicht. Aber ähm, Jesus spricht ja auch die Schwachstelle dieses dieses Pharisäers an. Ähm, aber zurück zu dieser Annahme: Ein Christ ist dann ein Christ, wenn er irgendwie sein Leben komplett in Ordnung hat. Das stimmt nicht. Ähm, Vergebung erlangen wir nicht dadurch, dass wir uns die Vergebung erarbeiten, weil wir ja so gut sind, sondern Vergebung bekommen wir allein aus Gnade, als aus Vertrauen zu Gott. Es ist ein Geschenk Gottes, dass er uns vergibt, unabhängig von dem. Wie gut oder wie böse wir im Vorhinein sind. Und darauf basiert der christliche Glaube, nämlich auf Gnade. Das ist unterscheidet auch den christlichen Glauben von allen anderen Glaubensrichtungen, ähm, dass es ein Gnadengeschenk ist, erlöst zu werden. Das heißt, der Ansatz ist folgende folgender: einzugestehen, Gott, ich brauche Vergebung. Und dann werden wir von Gott angenehm, angenommen, so wie wir sind, da wo wir sind. Und anschließend, und das ist der springende Punkt, und anschließend beginnt Gott uns zu verändern. Und so sehen wir eben, dass dieser, dieser Zöllner, da steht nichts, dass er vorher schon sein Leben verändert hätte oder so. Aber er hat erkannt: Hey, ich bin ein Sünder. Oh Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder. Und das hat gereicht, dass Gott sagt, ja, ihm ist vergeben, ich spreche ihn gerecht. Das kam wirklich von Herzen. Er hat verstanden, dass er meine Vergebung braucht. Und wenn man, wenn man diese, diese Grundlehre der Gnade, wenn man die nicht verstanden hat, ähm, dann kann es sein, dass Menschen eine Kirche oder eine Gemeinde besuchen und sich denken, ja, okay, einige hier, die sind ganz gut drauf, ja, aber Manche, boah, die haben sie ja überhaupt nicht im Griff. Also, da, da, wenn die Leute da in der Kirche, ist ja heuchlerisch, was machen die da in der Kirche? Äh, so eine Kirche, da bin ja ich besser, da, so eine Kirche brauche ich nicht. Ja? Also, das kann entstehen, wenn man diese Grundlehre nicht verstanden hat. Und da gibt es da gibt's ein Sprichwort, ähm, das diesen Zustand der Kirche beschreibt. Und ich mag dieses Sprichwort sehr, sehr gerne. Und es heißt folgendermaßen: es lautet so. Die Kirche ist kein Museum für Heilige, sondern ein Krankenhaus für Sünder. Die Kirche ist kein Museum, sondern ein Krankenhaus für Sünder. Wenn du in ein Museum gehst und ein Museum besuchst, dann wirst du wenig offensichtlich kranke Menschen dort treffen. Allerdings, wenn du eine, ein Krankenhaus besuchst, dann wirst du viele Menschen finden, die krank sind. Da sind sogar Betten aufgestellt in Krankenhäusern für Kranke. Stell dir vor. Und so ähnlich und soll es auch eigentlich in einer guten Kirche sein. Da wirst du auch Menschen treffen, die zerbrochen sind, die verletzt sind, die vielleicht sogar immer noch andere verletzen. Ja, ähm, aber die auf dem Weg der Besserung sind. Und darum ist die Kirche auch eine Enttäuschung für so manchen. Aber für mich ist die Kirche oder Gemeinde kein, kein Ort der Enttäuschung, sondern ein Ort der Hoffnung. So wie ein Krankenhaus letztendlich ein Ort der Hoffnung ist. Und warum gibt es Hoffnung im Krankenhaus? Weil es Hoffnung gibt auf Wiederherstellung, Hoffnung auf Heilung. Und das Beste an der Kirche ist folgendes und zwar Kirche bzw. Gemeinde ähm, hat einen tollen Chefarzt und der Chefarzt der heißt Jesus und er reinigt die Wunden, er reinigt unsere Wunden, indem er uns vergibt. Und dann peppelt er uns wieder auf, er bringt uns wieder auf die Beine. Und, was auch wichtig ist, er zeigt uns, wie wir mehr so werden wie er. Ganz wichtig. Wir bleiben da nicht stehen, wir machen so quasi Reha mit Jesus und er zeigt uns, wie wir mehr so werden wie er. Wir wollen ja nicht die bleiben, die wir sind. Aber ich, also so ist das erste Fazit mal auf diese Kritik eher an, an, an den Christen selbst, dass die teilweise echt ganz schön fehlerhaft sind, ähm, ist einfach die folgende Erklärung. Christen sind auf dem Weg der Besserung. Ja? Christen sind auf dem Weg der Besserung. Ähm, und darum werden sie auch immer wieder enttäuschen. Selbst Pastoren, stellt euch vor, Pastoren sind Menschen, ja? ähm, die Fehler machen, die andere verletzen. Ich hatte kürzlich ähm, ein interessantes Erlebnis und zwar. Unsere Kinder kommen jetzt in das Alter, wo man wieder mehr gemeinsam spielt. Und der, der Themen, mein Sohn und ich, haben, haben FIFA gespielt auf, auf der, auf der Switch-Konsole, auf der computer Computerkonsole. Ähm, dieses Fußballspiel. Und ich habe ich hab immer mithalten können. Aber die letzten Wochen war weniger Zeit und habe weniger gespielt. Und plötzlich hat der mich zweimal geschlagen: 4 zu 0, 5 zu 0. Beim 5 zu 0 hat es mir derart gereicht. Ich wollte eigentlich meinen Controller, der wirklich der nicht billig war, zerstören habe richtig Wut bekommen, habe mich so halbwegs zusammenreißen können, habe ich gemerkt, hey, wow, was für eine, eine Wut schlummert in mir, welche Emotionen, ich bin kein perfekter Mensch, Leute. Ähm, war, war echt eine gute Lektion. Also, Gemeinde, Kirche ist voll von Menschen, die auf dem Weg der Besserung sind und darum, wird Kirche und Gemeinde auch niemals eine enttäuschungsfreie Zone sein. Ich hoffe, dass du nicht zu enttäuscht bist, dass du jetzt so das hörst, aber es ist wichtig zu wissen, damit man weiß, womit man es zu tun hat. So, das ist natürlich die Frage. Entschuldigt das jetzt jegliches Fehlverhalten der Kirche? Zum Beispiel die Kreuzzüge, wo mit Gewalt andere. Gezwungen wurden den christlichen Glauben anzunehmen, oder was ist mit, mit den ganzen Missbrauchsfällen? Das da reicht nicht, wenn man sagt: Ja, Jesus steht halt auf die Kranken, er steht auf die, die Fehler machen. Übrigens, habe vergessen vorhin zu erwähnen: Jesus selbst hat ja zu seinen Kritikern auch gesagt: Hey, das steht auch im Lukas-Evangelium Kapitel 5: Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt. Sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr von ihren Sünden zu rufen und nicht um meine Zeit mit denen zu verbringen, die sich schon für gut genug halten. Krass. Also, ähm, aber entschuldigt das jetzt, dass, dass man sich wirklich ganz daneben verhält und krank verhält? Nein, es entschuldigt es nicht. Und vieles von dem, was passiert ist unter christlicher Flagge in der Vergangenheit, da gibt es auch keine Wiedergutmachung in dem Sinn, weil es schon geschehen ist. Da kann es eigentlich nur eines geben, so wie dieser, so wie dieser ähm, Zöllner hier, dieser Steuereintreiber, dass man, dass man sich demütigt und bekennt, das war ein Fehler. Ich, ich, wir haben gesündigt, ich habe gesündigt. Und da muss man auch der katholischen Kirche zugute halten, die, die ja diese lange Geschichte hat, wo viele Fehler auch gemacht wurden, dass in den vergangenen Jahren immer wieder auch bestimmte. Dinge bekannt wurden, dass man sich gedemütigt hat und dass man um Vergebung gebeten hat. Und ich möchte euch da was vorlesen. Ein Beispiel: So hat zum Beispiel Papst Franziskus die älteste evangelische Kirche um Vergebung für die historische Verfolgung durch die römisch-katholische Kirche gebeten. Bei einem Besuch der waldensischen Kirche Tempio in Turin am 22. Juni 2015 sagte er, also der Papst, ich bitte euch von Seiten der katholischen Kirche um Vergebung für all jene unchristlichen, ja unmenschlichen Handlungen und Einstellungen, die wir in der Geschichte vermeintlich im Namen Christi gegen euch gerichtet haben. Und jetzt kommt's: im Namen Christi, vergebt uns. Es war der erste Besuch eines Papstes in einer Valdensergemeinde. Diese älteste evangelische Kirche hat weltweit ca. 100.000 Mitglieder. Ihr Gründer, Petrus, Waldes, daher kommt der Name, der hat im 12. Jahrhundert gelebt, wurde von der katholischen Kirche als Ketzer gebrandmarkt. Die Gemeinschaft breitete sich nach massiven Verfolgungen in Frankreich und in Italien und in Mitteleuropa aus und schloss sich nach der Reformation vielfach den evangelischen Kirchen an. Interessant ist auch, in Steyr gibt es ein Valdenser Denkmal und da wird daran gedacht, dass 1392 ungefähr 100 Valdenser auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden, gewaltig. Ähm, da ist viel Unrecht geschehen ähm, und da braucht es viel Vergebung. Wenn du dem Link, der jetzt eingeblendet ist, folgst, dann findest du, dieser Link ist auch in der Videobeschreibung zu finden, dann findest du viele weitere Beispiele ähm, für den Weg der Versöhnung ähm, von Kirchen. Und äh, weitere einfach Bemühungen, Wiederherstellung und Frieden zu schaffen. Also, hier ist jetzt der springende Punkt, aber das ist wichtig. Ähm, wir waren ja vorher bei dieser Gnade. Ich bin der Überzeugung, dass all jene, die, die, sie, die quasi merken, hey, ich, ich, ich habe Schuld, ich, ich bin krank, ich bin ein Sünder in dem Sinn, ähm, und die dann zu Jesus kommen und sich demütigen und sagen, ich brauche Vergebung, das sind nicht die, die im Namen von Jesus anderen die Schädel einschlagen, davon bin ich überzeugt. Problematisch sind die Christen, die die Kernbotschaft, die eigentliche Botschaft des Evangeliums nicht verstanden haben, die wir vorher schon gehört haben. Gott rettet aus Gnade. Und wenn wir das verstehen, dann wissen wir nicht, wir sind die guten, sondern Gott ist gut. Er ist der der uns liebt. Er ist der, der uns vergibt. Und das hat er letztendlich auch am Kreuz bewiesen, als Jesus, der, der, also der Mensch gewordene Gott, als Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Und weil wir Jesus nachfolgen und verstanden haben, wie gnädig und barmherzig er mit uns war, darum wollen wir auch gnädig und barmherzig sein mit anderen. Darum wollen wir andere lieben. Darum wollen wir anderen Vergeben, auch wenn sie es manchmal nicht verdient haben, ähm, wir wollen vergebend sein. Allerdings, sobald wir davon abkommen, sind wir wiederum die Guten, dann sind wir die, die recht sind. So wie dieser Pharisäer, ja, ich bin so toll, ja, ich bin so toll. Die anderen sind verkehrt und dann zeigt man mit dem Finger auf den anderen und ähm, dann ist man vielleicht sogar irgendwann in der Position, weil man so Toll ist, dass man an die Macht kommt, dass man dann die anderen zwingt, den eigenen Glauben anzunehmen. Und dann gibt es Probleme. Und so habe so hab ich das Ganze irgendwie so runtergebrochen auf eine Sache, die ganz wichtig ist. Und zwar aus dieser Geschichte, auch aus diesem Gleichnis lernen wir, der Ärger, der Ärger, der beginnt immer dort, wo Herzen hart werden. Der Ärger beginnt immer dort, wo Herzen hart werden. Und darum schließt Jesus dieses Gleichnis auch folgendermaßen: Ich sage euch, dieser Sünder und nicht der Pharisäer kehrte heim als ein vor Gott gerechtfertigter. Und jetzt kommt's: Denn die Stolzen werden gedemütigt, die Demütigen aber werden geehrt werden. Also der Ärger beginnt immer dort, wo Herzen hart werden. Und es ist natürlich die Frage, was hat das mit, mit dir und mit mir zu tun? Was hat das mit uns zu tun? Die Sache ist die, auch dein und mein Herz ist gefährdet, dass es hart wird. Und wenn es hart wird, dann bringen wir letztendlich Jesus und seine Kirche in Verruf, weil wir aufhören. Jesu Weg zu gehen. Wir gehen dann nämlich unsere Wege nach unseren Vorstellungen, so wie, wir, so wie wir denken, dass alles gut und richtig ist. Aber der richtige Weg ist der Weg Jesu. Und der Weg Jesu war ein eindeutiger Weg. Es war ein Weg der Demut, es war ein Weg der nächsten Liebe und auch des Gehorsams Gott gegenüber. Und bitte beachtet, man kann immer von beiden Seiten des Pferdes fallen. Wir haben gesprochen über die Gnade und wir haben aber auch gesprochen über den stolzen Pharisäer. Und so kann es sein, dass unsere Herzen hart werden, dass sie stolz werden, weil wir so vieles schaffen, weil wir uns, ja, weil wir ja so tolle Christen sind. Aber es kann auch sein, dass wir auf der anderen Seite des Pferdes runterfallen und ähm, einfach sagen, ja, es ist eh alles Gnade, es ist ganz egal, was ich tue. Ähm, darum mache ich einfach so weiter, wie Jesus mich gefunden hat. Das ist letztendlich auch ein hartes Herz, ähm, weil dann hat man sein Herz verschlossen und hat nicht verstanden, dass Jesus Nachfolgen letztendlich bedeutet, dass wir ihm immer ähnlicher werden wollen, aber nicht, weil wir müssen eben, sondern weil wir wollen weil ich Jesus kenne, weil ich eine Beziehung zu ihm habe und sage, ja Jesus, ich möchte mehr so werden wie du. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich will nicht so bleiben, so wie du mich gefunden hast damals vor ein, zwei, drei, zehn Jahren. Ich will mich verändern. Und Angelika hat es letzte Woche, finde ich, auch sehr gut klar gemacht. Sie hat eben gesagt, Liebe ist unsere Motivation. Liebe ist unsere Motivation, dass wir Dinge verändern, dass wir Dinge auch aufgeben, dass wir Dinge loslassen, weil wir verstanden haben, dass Jesus, wenn wir Jesus etwas geben, auch wenn es uns Überwindung kostet, dass er uns immer etwas Besseres zurückgibt. Und das ist letztendlich Vertrauen, das ist Glaube. Aber es bleibt letztendlich dieser Punkt, den ich eben schon so als unser im Grunde als Fazit festgelegt habe der Ärger beginnt immer dort wo unsere Herzen hart werden und die können hart werden in Richtung von Stolz die können aber auch hart werden in Richtung von Gleichgültig eh alles Wurscht eh alles Gnade muss mich nicht verändern ja? also es kann in beide Richtungen passieren und ich möchte schließen bevor wir noch ein paar bevor ich noch ein paar Praxistipps gebe ich möchte schließen mit einer weiteren Zöllner Geschichte. Ich finde das Lukas -Genial Evangelium einfach genial. Im Kapitel 19, also wir haben im 18 Kapitel vorhin gelesen, und jetzt 19 Kapitel, äh, gleich am ersten Vers, geht es wieder los mit einer ähm, Zöllner bzw. Steuereintreiber-Geschichte. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten der ein als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich, also schwer reich der Zachäus. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vor vorübergehen zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim namen Zachäus sagte er komm schnell herunter denn ich muss heute gast in deinem haus sein Zachäus kletterte so schnell er konnte herunter und geleitete jesus voller aufregung und freude in sein haus und jetzt kommt's. doch die leute in der, doch den leuten in der menge gefiel das gar nicht bei einem berüchtigten sünder kehrte er als gast ein murrten sie Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte: Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte: Heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn dieser Mann hat sich als Sohn Abrahams erwiesen. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Was kannst du jetzt tun mit dieser Botschaft heute, morgen, die kommende Woche und darüber hinaus? Da ist eine entscheidende Sache, die auch dieser Zachäus getan hat. Und zwar folgendes. Er hat Jesus gesucht. Und das ist auch das, was ich tun soll, das, was du tun sollst. Suche Jesus. Das ist der Weg, wie wir unsere Herzen davor bewahren dass sie hart werden und wenn es hart wenn unsere Herzen hart werden dann beginnt letztendlich der Ärger also suche Jesus und vielleicht bist du ein Zuhörer ein Zuseher und du sagst ja ich habe mit Jesus noch nicht viel am Hut gehabt ähm, wie soll ich ihn suchen ja ähm, die Suche beginnt zum Beispiel im Lukas-Evangelium. ein wunderbares Evangelium, wo du diesen Mann Jesus beobachten kannst und schauen kannst, ist er wirklich der Sohn Gottes? Kann es sein, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist? Oder wenn du Freunde hast oder Verwandte hast oder jemand kennst, der Christ ist und er sagt, ja, ich bin Nachfolger von Jesus, rede mit dieser Person über diesen Jesus, frag ihn aus und sei wie sei wie Zachäus, ja, Zachäus, ähm, der musste Ungewöhnliches tun ähm, auf seiner Suche, beziehungsweise er wollte Ungewöhnliches tun. Er kletterte auf den Baum rauf. Wahrscheinlich musste er seine dicken Halsketten runter, äh, runtergeben, um nicht äh, irgendwo hängen zu bleiben an den Ästen. Also es, er hat sich das was kosten lassen. Aber Jesus hat reagiert auf seine Suche. Er hat ihn dann äh, besucht. Er ist zu ihm ins Haus gekommen und... Und es hat sich alles verändert im Leben von Zacharias. Und so kann sich auch bei dir alles verändern. Jesus möchte auch bei dir einkehren in dein Lebenshaus. Und dafür ist es aber auch notwendig, dass du Jesus suchst. Vielleicht bist du schon Christ. Wenn du schon Christ bist, dann möchte ich dir Mut machen, dass du dich fragst. Ähm, welche Tendenz habe ich? Ja? Von welcher des Seite des Pferdes tendiere ich runterzufallen? Ja? Eher von der Seite, ich bin eher Richtung stolz und religiös oder ich bin eher dieser, ähm, ja, Jesus wird mir sowieso vergeben, Mentalitätstyp. Und ich habe einiges aufgeschrieben, wo du vielleicht dich selbst fragen kannst, hey, zu, welch, zu welchen Typen tendiere ich? Hier sind einige Anzeichen für eine Tendenz zu Religiosität, Rechthaberei, Fanatismus, Lieblosigkeit gegenüber bestimmten Menschen oder Menschengruppen, Unvergebenheit, Bitterkeit, Stolz. Also wenn du dich da findest, dann komm zu Jesus, suche ihn. Und vielleicht, ich habe da was aufgeschrieben, vielleicht könntest du etwas Ähnliches oder Folgendes beten. Jesus, hilf mir weniger zu tun und mehr in dir zu ruhen. Wenn du eher dieser religiöse Typ bist, dann tust du eh viel. Dann ist es vielleicht wichtiger, dich auch zu, 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 ja, zu besinnen auf Jesu Gnade, auf das Evangelium der Gnade. Anzeichen für eine Lari-Fari-Alles-Gnade-Mentalität sind folgende Dinge kein beziehungsweise wenig Wachstum im Glauben, Menschenfurcht und daher wenig bis kein Mut, deinen Glauben zu teilen, Verstrickungen, Süchten oder vielleicht Ungehorsam und Rebellion in Dingen, wo du weißt, dass du damit Gott und andere verletzt. Komm auch du zu Jesus, suche auch du Jesus. Und du könntest, wenn du willst, Folgendes beten: Jesus, hilf mir, weniger zu ruhen. Und mehr in dir mehr mit dir zu tun, Zachäus. Er hat Jesus gesucht und dieser ist bei ihm eingekehrt. Und das hat letztendlich ihn verändert und auch sein Herz verändert. Er hätte nie das vorher gemacht. Wahrscheinlich der war so reich, ja. Und ich glaube, er war wahrscheinlich gern reich, weil sonst hätte sein Job gewechselt. Ähm, er hätte sich nicht verändert, aber. Diese Gnade Jesu, dass er in sein Haus kommt, genau in sein Haus, diese Gnade Jesu, die hat diesen Mann verändert. Und Gott möchte auch uns verändern. Er möchte uns davor bewahren, dass unsere Herzen hart werden. Und wenn sie hart werden, dann ist es immer ganz schlecht für seine Gemeinde. Und dann ist es ganz schlecht letztendlich für die gesamte Christenheit, weil wir ähm, nicht hart sein sollen. Also, wo immer du auch stehst, suche Jesus. Und wenn du Jesus suchst, dann suchst du letztendlich auch seinen Heiligen Geist. Und sein Heiliger Geist, der bewirkt in uns phänomenale Frucht. Teil 3 von Angelika ist es auch schon angeschnitten worden. Und diese Frucht des Heiligen Geistes in deinem Leben, die hält dich gesund und die hält letztendlich auch die Gemeinde Jesu Christi gesund. Wir finden diese Frucht des Geistes in Galater Kapitel 5 ab Vers 22 und das möchte ich zum Abschluss noch lesen. Wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wow! Also ich glaube, eine Kirche, wo das zu sehen ist, Christen, wo das zu sehen ist, da werden ganz wenige sagen, davon bin ich enttäuscht, sondern davon werden die Leute eher begeistert sein. Und darum suche Jesus, weil der Ärger beginnt immer dort, wo Herzen hart werden. Ich schließe mit Gebet. Jesus, danke, dass du uns in, mit Gnade aufnimmst da wo wir stehen so wie wir sind aber danke dass du auch mit uns weitergehst dass du unsere Herzen formst dass du uns erfüllst mit deinem Geist dass du uns veränderst von Tag zu Tag und dafür sind wir sehr sehr dankbar und wir laden dich ein komm du in unsere Leben und wenn du jetzt zuhörst und sagst ja ich möchte Jesus in mein Leben einladen dann bete einfach mit mir Jesus ich möchte dich einladen, hier und jetzt in mein Leben zu kommen. Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Und ich danke dir, dass ich Vergebung empfangen darf jetzt. Danke, dass du am Kreuz für meine Schuld bezahlt hast. Danke, dass ich jetzt dein Kind sein darf. Danke, dass du mich annimmst. Und danke, dass du mein Leben in deiner Hand hältst. Danke, dass du mit mir ab jetzt gehen möchtest. Ich möchte, dass du mein Herr und mein Erlöser bist ab diesem Tag an. Amen. Seid gesegnet. Ich wünsche euch noch eine gute Woche und sucht Jesus.